Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment. Hallo zu einem neuen Video hier mit zwei neuen Mitgliedern im Stall. Da. Also ich bin jetzt gerade hier auch am Stallgelände. Hier unten ist der Stall. Hier links davon ist dann der Außenputzplatz und der Waschplatz. Und hier oben haben sich jetzt gerade zwei kleine Kandidaten versteckt. Ich habe dir ja, wenn du mir auf Instagram folgst, ich habe einen Instagram-Account, der heißt anita_girlytainmentofficial, habe ich dir gesagt, dass ich momentan so richtig am Geflügeltrip bin. Also so Enten und so Hühner gerade richtig cool finde. Wartet, zeigt euch mal, da sind die nicht mega lieb. Ja, und durch verschiedene Umstände sind die zwei jetzt hier eingezogen. Das eine ist das Männchen und das andere ist das Weibchen. Ich gebe dir jetzt mal ganz kurz ein bisschen Zeit, dass du mal schauen kannst, wer du glaubst, wer das Männchen und wer das Weibchen ist. Die haben da hier auch so einen Wasserplatz, wo sie halt eben hier ein bisschen chillen können und planschen können im Wasser. Nur wer ist das Männchen und wer ist das Weibchen? Glaubst du, ist es das mit diesem ein bisschen, diesen Extensions da, mit dem Heu da oben? Ist das das Weibchen oder das Männchen? Das mit den Extensions ist das linke und das ohne Extensions ist das rechte. Das ohne Extensions quatscht auch richtig viel. So, was glaubst du? Alle, die sich so ein bisschen besser auskennen mit Hühnern, die, glaube ich, wissen es schon. Weil man sieht es schon, wenn man es weiß. Also normalerweise bei Pferden ist es ja so, das siehst du das ja, da musst du dich ganz kurz so ein bisschen runterbücken. Beim Bauch sieht man ja, okay, Hengst oder Stute oder halt eben Wallach. Bei den Enten ist es anders. Da muss man sich nirgends hinbücken, sondern man sieht es eigentlich jetzt schon. Und zwar, soll ich es jetzt schon sagen oder schreibst du es mir jetzt noch in die Kommentare? Nein, ich gebe dir noch ganz, ganz kurz Zeit. Und zwar, du musst gar nicht hier auf Stopp drücken, sondern schreib einfach jetzt in die Kommentare unterhalb von diesem Video. Da jetzt einfach unten reinschreiben, Extension, Weibchen oder Männchen, dann weiß ich Bescheid. Weil die mit den Extensions da, wenn du glaubst, dass es ein Weibchen oder Männchen ist, dann weiß ich dann auch automatisch, ob du dann richtig liegst oder nicht. Das andere ohne Extensions, das redet halt mehr. Okay, jetzt ist es ruhig. Jetzt chillen sie sich da daher, oder wie? Ich muss dir halt sagen, ich finde die halt mega schön, die beiden. Das sind Landenten, Haubenenten. Mit diesem komischen Häubchen dran. Bei dem einen ist es eher runder und bei dem anderen ist es eher so nicht ganz so rund. Ich glaube, rund ist besser. Die mit den Extensions. Und die Ente ohne Extensions, die sich jetzt gerade putzt und Beauty-Programm macht. Jetzt bin ich gespannt, ob ich dich da jetzt in die Irre führe oder nicht. So, hey, ihr müsst jetzt noch da bleiben. Es ist Mann und Frau übrigens. So, warte, jetzt geht es jetzt zu den Pferden oder was passiert jetzt? Was ist? Okay, ich löse jetzt auf. Warte, ich muss dir noch ganz kurz mal besser zeigen. Damit du es dann besser sehen kannst. Moment. Ich muss ja mal hier die bessere Position finden. Und zwar das Männchen. Ist das mit der Locke hinten dran? Siehst du die Locke? Ja, jetzt, gut, jetzt sieht man es nicht mehr. Jetzt gehen sie wieder runter zum Stall. Ja, wollt ihr euch dann irgendwo eine Box suchen oder was passiert da? So, das. Ich bin jetzt am Weg nach. Und zwar, die Ente mit der Locke ist das Männchen. Und die Ente mit den Extensions ist das Weibchen. So, warte, ich zoome jetzt noch mal ran. Die mit den Extensions ist das Weibchen und die vordere ist das Männchen. Siehst du die Locke hinten dran? Und daran erkennt man es auch. Außerdem erkennt man es auch, wenn die Enten eher so ein bisschen heiser klingen beim Quack, 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 dann ist es meistens das Männchen. Und wenn sie nicht so heiser klingen, dann ist es das Weibchen. So, ich gehe jetzt mal ganz kurz in den Stall und bereite noch so ein paar Dinge vor. Ich habe jetzt meine Kamera auch vorbereitet. Und ja, hier kommt noch ein bisschen weitere Einstreu rein. Und dann ist dieser Stall jetzt auf jeden Fall fertig. Das ist jetzt hier der Mini-Pony-Stall, wo momentan noch meine Stuten mit den Fohlen drinnen stehen. Du siehst jetzt auch hier,
Alle Boxen, in denen meine Pferde drinstehen, habe ich jetzt diese Matten da bestellt. Die sind leider super teuer, aber ich finde, dass das definitiv angenehmer für die Pferde ist, als wenn sie direkt hier auf dem blanken Beton sind. Natürlich hier mit genug Stroh drüber. Hier ist dann auf jeden Fall ganz genug Stroh. Dann haben wir hier so mehrere kleine Haufen mit Heu. Da hinten auch noch. Und hier, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gezeigt, hier sind die Tränken, die wir dann extra runtergesetzt haben für die Mini-Ponys, weil eigentlich sind diese Boxen nicht für die Mini-Ponys gewesen, sondern eigentlich sind diese Tränken hier. Das sieht man noch wunderschön hier oben. Diese Tränke war eigentlich hier oben. Das ist hier so eine Heizung, damit jetzt im Winter das Wasser nicht gefrieren kann. Und jetzt habe ich das bezahlt, dass ich dann so einen Installateur oder so jemanden, ich glaube schon, jemanden herkommen habe lassen in den Stall. Und dann habe ich dann überall das hergezeichnet, angezeichnet, wo bitte das hingehört. Und dann haben sie mir das darunter versetzt. Hier Tränke Nummer 1 und auch da drüben Tränke Nummer 2, die eigentlich auch hier oben wäre. Und hier sind noch ein paar. Habt ihr das auch im Stall eigentlich? Es ist bei uns im Stall echt immer so, wenn du dann hier so sauber machst, dann nach kürzester Zeit hat man wieder hier diese Staubspinnweben. Finde ich ein bisschen nervig. So, und hier ist Tränke Nummer 2. Die sind ja so staubig immer. Das müssen wir auf jeden Fall mal häufiger sauber machen. Ja, und was ich auch ganz, ganz häufig lese in den Kommentaren ist, hey, könntest du mal bitte die Box von Brillant zeigen? Die kann ich super gerne herzeigen. Gib mir auf jeden Fall dafür, damit ich weiß, dass du es auch wirklich auch sehen möchtest, einen Daumen nach oben einfach, einen Daumen nach oben bei diesem Video. Und dann weiß ich, okay, du möchtest es auch sehen, weil ich habe jetzt ein paar Kommentare gelesen, mehrere, und ich dachte so, okay, ich frage dich mal, sind da wirklich mehrere dafür, dann sehr, sehr gerne. Und das ist hier so der Mini-Laufstall bei meinen 3 Stuten und 2 Fohlen. Und das wird sich dann natürlich dann auch ändern. Meine Stuten werden dann demnächst dann auch hier alleine sein, wenn dann die Fohlen dann abgesetzt werden. Die Fohlen sind ja jetzt weit über 6 Monate alt. Die sind ja schon vor, warte mal, Juni, August, September, Oktober, November. Ja, jetzt sind sie schon 8 Monate alt. Und normalerweise trennt man sie von der Mutter im Alter von 6 Monaten. Ein paar, die sind ganz, ganz früh mit 5 Monaten. Das würde ich niemals machen. Ja, und damit wird sie dann auch was entsetzen, wenn dann meine 3 Stuten, dann einfach hier meine 3 Mini-Pony-Stuten hier dann ganz alleine in diesen Boxen sein. Ich werde dich auf jeden Fall am Laufenden halten. Sag mir noch, ob du die Box von Brillant sehen möchtest. Und dann verlinke ich dir jetzt hier und hier noch 2 weitere Videos. Also einfach gleich jetzt weiterklicken, gar nicht zögern. Und es wäre mega, wenn du diesen Vlog-Kanal hier kostenlos abonnieren würdest. Dann verpasst du kein weiteres Video. Hier bin ich gerade momentan super aktiv. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssi.